Hallo und herzlich willkommen zu unserem Blitz-Workout für den Rücken. Unsere Blitz-Workouts bestehen aus kurzen 7-minütigen Einheiten, die super einzeln durchgeführt werden können, aber auch prima kombiniert werden können. Wenn du also was kombinieren möchtest, schau unten mal in die Infobox, da verlinke ich dir nämlich die gesamte Playlist. Genug erzählt, auf die Matte, fertig, los! Los geht, ihr kommt auf die Matte in Bauchlage und wir machen Schwimmen diagonal. Wir fangen an, rechter Arm, linkes Bein heben und dann die andere Seite. Im Wechsel, der Blick ist nach unten gerichtet, schaut, dass das Becken gekippt ist, sodass ihr nicht in ein Hohlkreuz fallt und schiebt das Schambein Richtung Matte. Im Wechsel, rechter Arm, linkes Bein. Und rechtes Bein, linker Arm. Super gut gemacht. Weiter geht's. Ihr bleibt in Bauchlage und wir machen jetzt Paddeln und das Ganze nur mit den Füßen. Die Füße gehen ungefähr 15 cm nach oben in die Luft und ihr macht kleine Auf- und Abbewegungen. Die Stirn könnt ihr dabei gerne auf den Händen ablegen. Auch hier gerne immer nachkorrigieren, wenn ihr merkt, ihr seid zu sehr in einem Hohlkreuz. Prima gemacht. Weiter geht's. Ihr kommt jetzt in den Vierfüßerstand. Wir wollen die Wirbelsäule jetzt ein bisschen mobilisieren und wir machen Katze-Kuh. Beim Einatmen Blick nach vorne und beim Ausatmen Kinn zur Brust. Im Wechsel Wirbelsäule rund machen und die Gegenrichtung. Super gemacht. Letzte Übung vor der ersten Pause. Ihr kommt in Rückenlage. Wir wollen in die Brückenposition gehen und das Ganze auf den Zehenspitzen halten. Das ist ein bisschen herausfordernder, als wenn wir den ganzen Fuß absetzen würden. Schaut hier, dass vor allem der Nacken frei ist. Ihr liegt nicht auf dem Halswirbelsäulenbereich, sondern zwischen den Schulterblättern ist euer Gewicht. Po schön nach oben in die Luft schieben, die Hände liegen lang rechts und links. Weiter atmen. Langsam abrollen, Pause Nummer 1, 30 Sekunden. Entspannt euch ein wenig. Gleich starten wir weiter mit Runde 2. So, macht euch wieder bereit. Es geht weiter. Ihr kommt in den Vierfüßlerstand und auch hier diagonal wieder arbeiten. Rechter Arm, linkes Bein. Damit fangen wir an. Unter dem Körper zusammenführen und dann schön lang machen. Hier geht es eher dabei oder hier geht es eher darum, dass wir die Länge finden. Und das Bein muss gar nicht so super weit nach oben genommen werden und der Arm, sondern eher schön lang auseinanderziehen vom Gefühl. Sehr, sehr gut. Seitenwechsel. Das Ganze jetzt mit dem linken Arm und dem rechten Bein diagonal unter dem Körper zusammenführen und dann schön nach hinten wegstrecken. Letzte Wiederholung. Prima gemacht. Ihr kommt nochmal in Bauchlage. Wir machen die Superman-Übung. Und dazu nehmt ihr beide Arme, beide Beine gleichzeitig in die Luft. Hebt sozusagen ab. Oberkörper hebt sich und die Beine gehen auch in die Luft.
und ihr senkt dann wieder nach unten ab. Auch hier nochmal überprüfen, wie ist das Becken ausgerichtet, wie ist der Rücken ausgerichtet. Auch hier solltet ihr euch in keinem Hohlkreuz befinden. Letzte Übung vor der Pause. Ihr kommt in den Hochstütz und ihr könnt euch jetzt vorstellen, dass auf dem Boden bzw. auf eurer Matte vier Punkte sind, die ihr mit den Handflächen ablauft. Also immer vor, vor, rück, rück. Wem das zu anstrengend ist, der kann es ein bisschen abwandeln und geht auf die Knie, also eine Etage nach unten und macht die Übung genauso weiter. Gut gemacht, zweite Pause, die habt ihr euch wirklich verdient. Durchatmen, wer möchte, trinkt einen Schluck und dann starten wir gleich in Runde 3. Weiter geht's. Ihr kommt nochmal in Bauchlage. Der Blick ist nach unten gerichtet. Die Stirn könnt ihr ablegen oder leicht schweben lassen. Die Arme gehen rechts und links raus und ihr nehmt die Arme Richtung Decke nach oben und sinkt dann wieder nach unten ab. Hier ganz entspannt weiteratmen. Hier arbeiten jetzt nur die Arme. Nach oben in Richtung Decke und wieder sinken lassen. Weiter geht's. Ihr bleibt in Bauchlage und formt jetzt mit den Händen eine Art Halbmond. Beginnend vom Kopf aus führt ihr die Hände nach hinten Richtung Gesäß. Wenn die Hände nach hinten gehen, hebt der Oberkörper leicht an. Blick ist während der Übung auch hier nach unten Richtung Matte gerichtet. Super gemacht! Ihr kommt noch einmal in den Hochstütz und dreht euch im Wechsel zur rechten und linken Seite auf. Der Blick folgt dabei der Hand, die nach oben Richtung Decke geht. Achtet hier auf eine gute Übungsausführung, macht es ruhig etwas langsamer und gar nicht so hektisch. Immer schön drehen, Arm lang strecken, Blick folgt. Super gemacht! Ihr kommt jetzt einmal zurück in die Child's Pose, setzt euch nach hinten weg, Gesäß auf die Fersen, die Arme macht ihr nach vorne lang und bleibt mal in dieser Position. Und genießt diese angenehme Dehnung. Atmet mal ganz ruhig durch die Nase ein und den Mund wieder aus. Wunderbar. Das war unser Blitzworkout für den Rücken. Wenn dir die Übungen gefallen haben, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Du kannst auch gerne mal auf die Glocke klicken und den Kanal so abonnieren. Da freuen wir uns auch riesig. Für mehr Infos zum Thema Gesundheit schau mal auf der Website und speziell da auch im Blog vorbei. Hier oben bei dem i-Punkt verlinke ich dir auch nochmal die Playlist. Wenn du jetzt noch Kraft hast, dann kannst du gerne mal da reinschauen und vielleicht einfach noch ein Workout dranhängen. Das war's jetzt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.